Grüß Gott und willkommen zu einer Sondersendung zur EU-Wahl 2024. Am 9. Juni 2024 haben Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union die Möglichkeit, über die Zukunft Europas abzustimmen. Es stehen ja viele wichtige Entscheidungen an, wie zum Beispiel die Auswirkungen auf die Wirtschaft, Umwelt, Sicherheit und vieles mehr. Und wir von RE1TV haben dies zum Anlass genommen und haben heute Vertreter der verschiedenen politischen Parteien eingeladen, um ihre Positionen, Ziele und Visionen für die EU vorzustellen und zu diskutieren. Und ich möchte gleich einmal unsere Diskussionsrunde begrüßen, was ich hier im Studio eingefunden habe. Ich beginne einmal zu meiner rechten Seite. Das wäre die Frau Shari Kuhn von der NEOS. Sie ist Tiroler Spitzenkandidatin. Zu meiner linken Seite ist die Landtagsabgeordnete Petra Wolfertstetter von den Grünen. Sie ist unter anderem auch Europasprecherin. Ganz rechts draußen ist der Bürgermeister Hans-Peter Wagner. Er kennt die EU, er war ja ungefähr 6, 7 Jahre in der ADR, also im Ausschuss der Regionen, tätig. Des Weiteren krankheitsbedingt abgesagt hat die Eva Steibel-Eckenbauer von der Tiroler SPÖ. Sie wird vertreten von Süleyman Kilic von der SPÖ. Und des Weiteren haben wir den Fabian Walch von der FPÖ. Er vertritt den Spitzenkandidat Gerald Hauser und den Gregor Sanders von der Kommunistischen Partei Österreichs. Allen zusammen einmal grüß Gott und willkommen. Wie die einzelnen Parteien die Herausforderungen und Chancen der kommenden Jahre angehen werden, das und alles Weitere diskutieren wir jetzt. Und wir haben einige Themenschwerpunkte vorbereitet. Zum Beispiel beginnen wir jetzt mit der Regionalität, Diversität und die gemeinsame EU-Politik. Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen variieren ja stark zwischen den verschiedenen Regionen in der EU. Welche Strategien hat Ihre Partei, um diese regionale Unterschied zu verringern und eine ausgewogene Entwicklung innerhalb der Union zu fördern? Bitte. Ja, ich beginne gerne. Nachdem ich Vertreter im Ausschuss der Regionen war, war vom Österreichischen Gemeindebund als Vertreter in den Ausschuss der Regionen entsandt und habe da die Ehre gehabt, 2300 Gemeinden Österreichs da zu vertreten. Und wenn das Thema Regionalität angesprochen wird, der Ausschuss der Regionen ist das Gremium der Regionen, der Städte, der Gemeinden, die hier ihre Probleme kundtun können, die aber gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, hier Gesetzesentwürfe, Vorschläge, die von Seiten der EU, des EU-Parlaments oder der Kommission gekommen sind, hier eben zu diskutieren und hier auf die Variabilität der Gemeinden zu überprüfen. Und das war natürlich eine sehr spannende Aufgabe. Und gerade was das Thema Regionalität anbelangt, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass hier eben die EU die Regionen, die Gemeinden, die Kommunen sehr gut unterstützt, denn wir wissen, dass ca. 80% aller Förderungen an die Regionen ausgeschüttet werden. Und wenn man so in unsere Region hineinschaut, dann muss man, glaube ich, feststellen, wenn hier diese Fördermöglichkeiten nicht wären, gerade durch die Regionalentwicklungsprogramme, die in jeder Region in Österreich aufgestellt werden, wäre sicherlich in Österreich einiges nicht so schnell entwickelt worden, wie es in den letzten Jahren natürlich entwickelt worden ist. Und deshalb hat die Regionalität eine ganz große Bedeutung in der Europäischen Union und ist auch von großer Wichtigkeit. Gleichzeitig aber muss man auch sagen, selbstverständlich, was die Diversität anbelangt, muss man auch aufpassen, dass hier nicht alle Gesetze, die hier beschlossen werden oder alles, was hier von der europäischen Seite kommt, hier so umgemünzt wird, dass hier die Regionen hier nicht kein Mitspracherecht mehr bekommen, sondern es ist ganz wichtig, dass hier dieses Mitspracherecht eben herrscht und hier dieses Subsidiaritätsprinzip, das hier angewendet wird, eben auch voll zum Tragen kommt. Das heißt, dass hier
Entscheidungen getroffen werden können, die einfach auf europäischer Ebene generell großflächig diskutiert werden müssen und die großflächige europäische Lösungen brauchen, sollen hier auf dieser Ebene entschieden werden. Und gleichzeitig sollen natürlich auch die Regionen, die Kommunen natürlich auch die Möglichkeit bekommen, hier auf ihrem Bereich hier auch Entscheidungen zu treffen bzw. mitzukommentieren. Wie sehen jetzt die politischen Mitbewerber diese Ausführungen von Herrn Wagner? Wenn ich anfangen darf. Also wir leben ja im Europa der Regionen. Wir sind mitten in der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Ich darf im Tiroler Landtagsausschuss auch in diesem entsprechenden Ausschuss tätig sein. Durfte letztes Jahr meinen ersten Dreierlandtag erleben. Es ist wirklich spannend, wie hier die Regionen zusammenkommen, gemeinsame Projekte entwickeln und sozusagen von der großen EU-Ebene dann auf die kleinere Ebene wechseln und hier wirklich auch die Bedürfnisse der Regionen spiegeln und Projekte erarbeiten, um es auf regionaler Ebene einfach auch erlebbar zu machen. Ich lebe im Wipptal und ich weiß, wie schön bei uns diese Interreg-Projekte laufen, also das grenzüberschreitende nördliches, südliches Wipptal, was es da für Möglichkeiten gibt, damit Menschen zusammenkommen. Und ich sehe auch sozusagen in diesem Verhältnis EU-Ebene Brüssel, ja, sozusagen diese große Ebene, die leider oft sehr als bürokratisch wahrgenommen wird, was, wenn man es aber auf die Regionen hinunterbricht, ja dann ein spannendes Feld ist, wo man ganz viel interessante Dinge machen kann. Was aber, wenn Sie das Subsidiaritätsprinzip ansprechen, was natürlich schwierig ist, wenn einzelne Staaten dann eine Blockadehaltung einnehmen. Wir haben es jetzt gerade mit dem Renaturierungsgesetz, wo wir jetzt im Moment sehen, also hoffentlich bekommen wir dieses Renaturierungsgesetz und dass nicht ein Staat, in dem Fall Österreich, eine Lösung für ganz Europa blockiert. Zu diesem Renaturierungsgesetz kommen wir später dann noch ausführlich zum Thema Umwelt etc., aber zu diesen Ausführungen zur Regionalität. Bitte, Herr Wagner. Ich darf da gleich ein bisschen einen Kontrapunkt einnehmen und ein bisschen was ins gerade Licht drücken. Europa der Regionen klingt ganz gut, aber was da verschleiert wird, ist das, was Europa oder die Europäische Union eigentlich verfolgt, und zwar die Zwischenebenen auszuschalten, und zwar ganz konkret den Nationalstaat, der eigentliche Souverän ist, und deswegen spricht man vom Europa der Regionen, dass halt irgendwann einmal mit dem Ziel, die Nationalstaaten aufhören zu existieren, dass wir nur mehr diese Regionen haben. Und das ist eine Entwicklung, die wir auf keinen Fall wollen. Und auch was der Kollege von der ÖVP gesagt hat, das klingt alles ganz, ganz wunderbar und wie viel Geld da in die Regionen fließt, aber woher das Geld eigentlich kommt, ist verschwiegen worden, und zwar von Österreich beispielsweise. Österreich ist nämlich eines der wenigen Nettozahler, das heißt eines der Länder, die mehr in die EU hineinzahlen, als sie zurück herauskriegt. Das jetzt da, was in die Regionen fließt, ist nur gut und recht, aber es fließt in andere Regionen viel, viel mehr, in Länder, die zum Beispiel keine Nettozahler sein, und da darf man jetzt halt nicht so tun, als ob diese Regionsentwicklung nur möglich wäre durch die Europäische Union. Das ist nämlich falsch, das könnte Österreich auch selber machen. Wie gesagt, wir finanzieren andere Regionen viel, viel mehr, als wir die eigenen finanzieren würden. Und das darf man halt nicht verschweigen, dass eben Österreich ein Nettozahler ist und dass man eben ganz genau darauf schaut. Und wir seien eine der Parteien, die da eben ganz genau drauf schauen, dass die EU nicht noch weiter Kompetenzen an sich zieht, sondern dass eben die Nationalstaaten ihre Souveränität behalten. Uns schwebt ja allgemein vor, ein Europa der souveränen Vaterländer, das heißt, dass der Erhalt des Nationalstaats gegeben ist und dass die Europäische Union sich wieder auf ihre Kernkompetenzen rückbesinnt und nicht wie ein Krake versucht, sich in alle Bereiche des Lebens hineinzuschlingeln, überall Kompetenzen an sich zu ziehen. Ursprünglich hat es mal geheißen, die Europäische Union ist keine Schuldenunion, mittlerweile haften Länder für die Schulden anderer Länder. Es hat geheißen, die Europäische Union wird niemals selber Steuern erheben, mittlerweile haben wir EU-Steuern. Also das sind alles Entwicklungen, die sehr kritisch zu beäugen sein, und wir seien da die Einzigen, die da auch unsere Stimme erheben, weil uns diese Entwicklung Richtung Zentralisierung europäischer Zentralstaat überhaupt nicht gefällt. Okay, die Frau Cohen. Ich muss jetzt zuerst mal Herrn Walch, ich weiß nicht, woher Sie das haben, dass irgendjemand versucht, Österreich was wegzunehmen. Wir haben durch den Eintritt in die Europäische Union, allein im Jahr 2023, haben wir ein Export von 200 Milliarden gehabt. 80% ist im europäischen Raum. 137 Milliarden sind in die Europäische Union gegangen.
Die Europäische Union ist es um und auf für unseren Wachstum und für unseren Wohlstand. Ja, aber Sie stellen ja nicht in Abrede, dass jetzt Österreich gehen wir mal zu dem Hauptthema mal das als Österreich ist Nettozahler, oder? Österreich ist Nettozahler. Das heißt, wir zahlen 152 Euro pro Kopf pro Jahr in die Europäische Union ein. 4 Milliarden ein und kriegen 3 Milliarden raus. Ja, so ist das ist das, was wir einzahlen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, wie viele Arbeitsplätze an die Europäische Union hängen. Sie dürfen nicht vergessen, was wir an Wirtschaftswachstum haben. Seit Eintritt in die Europäische Union haben wir 0,7% jedes Jahr Wirtschaftswachstum. Und ich kann es langsam echt nicht mehr hören, dass Sie immer diese Gespenstergeschichten erzählen, dass irgendjemand Ihnen immer irgendwas sei wegnehmen möchte. Nein, das sind keine Fakten. Es gibt ein Wirtschaftswachstum in Ländern, die nicht in der Europäischen Union sind. Wenn es Fakten wären, dann würde ich ja nicht dagegen was sagen können. Nicht, dass das kein Mitglied ist, aber die Frage war ja die Regionalität. Um auf das zurückzukommen, die Regionalität, das ist ein ganz tolles Wort und als Tirolerin lebe ich die Regionalität. Ich liebe und lebe sie. Aber die Regionalität besteht darin, dass Menschen diese Regionalität auch erhalten können. Und damit diese Regionalität erhalten bleibt, brauchen sie Unterstützung. Wenn man mal irgendwo am Land in ein Geschäft reingeht, in einen Bauernladen und mit den Leuten redet, unter was für Bedingungen, wie schwer es ist, den Hof zu erhalten, wie schwer es ist, die Produkte herzustellen, dann weiß man auch, dass die Unterstützung brauchen und diese Unterstützung erhalten sie in Form von der Europäischen Union und deswegen ist es unterstützenswert. Wir hätten diese Regionalität nicht mehr, weil die Leute ihre Höfe auflassen würden, weil sie nicht mehr diese Arbeit verrichten könnten, wäre nicht die Unterstützung der Europäischen Union auch da. Das müssen wir auch in Raum einmal stellen, dass nur, die Europäische Union nicht dazu. Immer nur... Landwirtschaft ist vielleicht eh noch ein eigenes Thema, aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. Die österreichische Landwirtschaft kann großteils nur mehr durch Subventionen bestehen, weil wir in diesem großen europäischen Markt sind und unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft kaum mithalten kann mit großen Betrieben. Herr Weiß, das heißt, wir müssen sie subventionieren. Was nein, Sie ist, machen. Wir sind im Jahr 2024. Wir können nicht mehr von unseren Produkten allein leben. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir leben im Jahr 2024. Jedes Kind hat ein iPhone. Jeder möchte gewisse Produkte haben. Wir können nicht alles selber herstellen. Nein, wir bitte, brauchen sie, schon. Sie tun ja so, als gäbe es diese Produkte nur in der Europäischen Union. Sie wissen schon, wie viele Länder es auf der Welt gibt, die nicht in der Europäischen Union. Also wollen Sie mir sagen, dass es kein iPhone gibt, wenn man nicht Mitglied in der Europäischen Union wäre? Ich möchte schon auch die Regionalität. Nein, ich möchte die Regionalität unterstützen und die Regionalität kann ich nicht allein unterstützen, sondern sie braucht schon auch die staatliche bzw. das Überregionale von der Europäischen Union. Okay, bleiben wir beim Thema Regionalität. Nach Landwirtschaft kommen wir auch noch zum Thema. Vielleicht den Herrn Kilic zur Regionalität von der SPÖ. Also ich glaube, die zwei Kolleginnen und Kollegen haben es eigentlich auch treffend eigentlich ausgeführt. Also wir leben von der Regionalität. Ich weiß nicht, wie der Herr Walch eigentlich auf gewisse Themen kommt. Natürlich sind wir Nettozahler, ja. Und Faktum ist, wir profitieren de facto mehr, als wir, was wir einzahlen. Das ist auch erwiesen Fakt. Also, wie Sie es auch immer so betonen, beziehungsweise der Kollegen immer ins Wort gefallen sein. Wir müssen die Regionalität, die Europäische Union im gemeinsamen Kontext eigentlich verstärken, weil die nationale Ebene durch die EU irgendwie untermauert bzw. abgeschafft werden will, stimmt eigentlich gar nicht. Also das ist definitiv nicht der Fall. Die EU ist ja eigentlich gegründet worden als Friedensprojekt. Eigentlich, jetzt haben Sie es richtig gesagt, ja, eigentlich. weil genau solchen Akteure wie Sie das permanent zerstören versuchen. Sie kandidieren, also beziehungsweise per se nicht Sie selber, aber die Kandidaten von Ihnen kandidieren für ein Amt in der EU, die Sie zerstören wollen. Faktum, und da sind es auch Nutznießer von der EU, weil es geht um Ihr Mandat, um Ihr Einkommen. De facto, die EU nützt auch Ihnen was, auch Ihrer Partei was. Herr Sanders, Sie. Danke. Wie sehen Sie das? Ja, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen wegkommen von diesem Österreich versus EU. Die haben ja auch eine Gemeinsamkeit, die Politik im Nationalrat und die Politik im EU-Parlament, und zwar, dass sie Politik im Sinne der Konzerne machen und der Banken, der großen Wirtschaftsverbände. Wenn wir jetzt die Regionalität hernehmen, dann ist der Standpunkt der KPÖ ganz klar. Wir wollen, dass bestimmte Grundbedürfnisse für die Bevölkerung gedeckt sind, so günstig wie möglich, am besten kostenlos. Da zählt natürlich das Wohnen dazu. Das ist natürlich jetzt sehr weit weg, aber ich glaube, es gibt jetzt einen Punkt, da finden wir jetzt alle parteiübergreifende Gemeinsamkeit. Jedes Kind soll bitte
dreimal am Tag eine warme Mahlzeit haben. Wenn jetzt eine Region oder eine Gemeinde beschließt, okay, das ist uns das wert, wir möchten jetzt dreimal am Tag eine warme Mahlzeit für Kinder zur Verfügung stellen und das beziehen von unseren regionalen Bauern, von unseren regionalen Landwirtschaften, wir schießen da Geld zu und fördern das, damit das möglich wird. In dem Moment schaltet sich die EU ein und sagt, ah, Moment einmal, wir haben da Wettbewerbsrecht, ihr müsst das europaweit ausschreiben und das ist halt die Möglichkeit, damit Konzerne reingrätschen und sagen, wir fahren da jetzt rein und machen das günstigere Angebot und dann wird sich natürlich jeder Bürgermeister, jeder Bezirkshauptmann schwer tun, das zu verantworten gegenüber der Opposition, gegenüber natürlich einfach so am Ende seine Bilanzsummen, warum man sagt, er nimmt dann doch das Teure und subventioniert das. Und da sieht man halt einfach, dass die Konzerne da einfach reingeschalten werden in einen Bereich, der sie nichts angeht. Wir sind der Meinung, Sozialbereich muss raus aus dem Wettbewerbsrecht, aber wir sehen halt einfach auch die Gefahr, dass da natürlich eine Souveränität verloren geht, nämlich von den Leuten selber, die beteiligt werden sollen an der Demokratie. Es ist einfach, die verlieren den Glauben an die Demokratie, wenn sie einfach sehen, da wird Politik im Sinne der Konzerne gemacht und das ist das, wo wir hin müssen. Wir müssen Leute animieren, dass sie an die Demokratie glauben und sich aktiv beteiligen und das ist unsere Verantwortung, da müssen wir als Politik auf die Leute zugehen und nicht von ihnen was verlangen und das wär, deswegen ist das für uns ganz entscheidend. Nur ein Satz zum Kollegen Kilic, weil das eigentlich Paradebeispiel war. Danke dafür. Da sieht man mal, wie da mit der Meinungsdiktatur gehandhabt wird. Jede Kritik an der Europäischen Union, die berechtigte Kritik, wird sofort niedergeknüppelt und heißt, man ist kein Kritiker oder man ist kein kritischer Geist, sondern dann will man sofort die EU zerstören. Was ja völlig hanebüchen ist, das hat nie irgendjemand behauptet. Ganz im Gegenteil, wir wollen die EU nämlich retten, weil so, wo sie sich aktuell hinentwickelt, da geht es Richtung Abgrund. Und wenn Sie sich erinnern, die Kommission Jean-Claude Juncker, damals dieses Weißbuch der Europäischen Union, die 5 Szenarien, wie sich die Europäische Union entwickeln könnte. Und ich glaube, wenn ich es richtig habe, das Szenario 3 war, dass sich die Europäische Union wieder rückentwickelt zu ihren Kernkompetenzen und dass wir genau dieses Europa oder die Europäische Union der souveränen Vaterländer haben. Und das ist unsere Vision von Europa. Das hat nichts mit Zerstören zu tun, sondern es ist einfach ein anderes Europa, wie Sie sich es vorstellen. Wegen dem können Sie aber uns noch lange nicht vorwerfen, dass wir Europa zerstören wollen. Ich sage ja auch nicht, weil Sie den europäischen Superstaat wählen, Sie wollen Österreich zerstören, obwohl man das de facto ganz gut vorwerfen kann. Das wollte ich nur richtig stellen. Exit. Forderung von Ihnen. Nein, steht nicht. Sagen Sie mal das. Das steht nicht im Programm. Forderung von Ihnen also. Das stimmt nicht. Ganz kurz noch. Ich glaube, Europäische Union zerstören, das würde in unserem globalen Geschehen überhaupt nicht mehr möglich sein, weil sonst würden wir gar nicht mehr existieren können, weil wir als Nationalstaaten einfach zu klein sind, um einfach unsere wirtschaftlichen Fähigkeiten ausnutzen zu können und überhaupt wirtschaftlich existieren zu können. Und es geht nicht darum, die EU zu zerstören und es geht auch nicht um ein vereintes Europa der Staaten, sondern es geht darum, diese Nationalstaatlichkeit wirklich zu sichern. Dafür steht auch die ÖVP mit hundertprozentiger Sicherheit. Und zwar ist es auch wichtig, damit wir auch diese Subsidiarität auch dann auch ausleben können. Das heißt, dort, wo europäische Gesetze notwendig sind, um ein europäisches Problem zu lösen, sollen hier europäische Gesetze vielleicht als Überdach dazu dienen, aber wo nationalstaatliche Gesetze einfach notwendig sind und wichtig sind und wo kommunale Gesetze wichtig sind, sind einfach diese kommunalen oder regionalen Gesetze auch zu berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, das große Ziel, das wir erreichen müssen. Aber da freue ich mich total, dass wir den ÖVP als Verbündete haben, weil man muss schon sagen, mittlerweile werden 80% der Gesetze, die wir beschließen, werden in Brüssel vorgegeben. Sie werden zwar national dann umgesetzt, aber die Vorgabe wird bereits in Brüssel entschieden und da bin ich total froh, wenn die ÖVP da uns entgegenkommt, in unsere Richtung und schauen wir, dass wir da Kompetenzen zurückholen. Wie gesagt, noch einmal, es geht um die Nationalstaatlichkeit in einem vereinten Europa. Und je stärker die einzelnen Nationalstaaten sind, deshalb ist die Regionalität von größter Bedeutung, von allergrößter Bedeutung. Je stärker wir als Nationalstaat sind, umso stärker können wir eigentlich im Prinzip dann auch innerhalb der Europäischen Union agieren. Die Frau, ich würde total gerne auch noch was dazu, also 80% ist absolut falsch, es sind 10-15%, wenn man das Buch vom Herrn Gabriel Felbermayr auch gelesen hat, 10-15% wird von der Europäischen Union aus entschieden und die EU entscheidet keine Gesetze, sondern es sind Verordnungen oder Richtlinien. Die dann auch umgesetzt werden müssen. Nein, die Verordnungen, ja. Die Richtlinien entscheidet jedes Land selber und dass Österreich die Überbürokratisierung anwendet, das ist aber nicht die Schuld der EU. Also wir können nicht für jede Sache, die wir falsch auslegen oder überbürokratisch anwenden, jedes Mal die Europäische Union hernehmen und sagen, sie sind schuld daran. Und wir können auch nicht die Europäische Union jedes Mal zur Verantwortung ziehen, wenn gewisse Bürgermeister nicht fähig sind, Anträge auszufüllen, um EU-Beihilfen zu beantragen für ihre Regionen. Also das ist schon sollte in der Aufgabe des Politikers liegen.
Lassen wir das einmal im Raum stehen. Herr Kilic, Sie wollen noch was sagen dazu? Ja, mich hat es eigentlich gewundert, weil im Endeffekt sind auch die Vertreter der einzelnen Parteien in den jeweiligen Gremien vertreten, die auch mitentscheiden. Also wir suggerieren so, dass die EU irgendein Fremdkörper irgendwo wäre, die über alle anderen darüber hinweg entscheidet. Faktum ist, wir haben unsere Vertreter vor Ort, die bei gewissen Gesetzesbildungen, Entscheidungen mit aktiv wirken. Das Beste für die natürlich für die nationale Bereiche rausholen versuchen, auch in der Regionalwelt, wie die Abgeordnete es kurz erwähnt hat, diese, sei es über Bayern, sei es Südtirol, Tirol und so weiter, dieses Treffen, was man gegen diese regionale Sachen stärken soll, das über, sei es über den Verkehr, sei es über Nahversorgung, sei es über soziale Projekte, sei es Förderungen, wenn man bedenkt, dass man im hintersten Tälern eigentlich auch Förderungen durch die EU für gewisse, sei es für Schulbildung, sei es für Wohnobjekte, sei es für Straßenbauen, beziehen kann, direkt über die EU und nicht auf der nationalen Ebene, weil es auf der nationalen Ebene diese Möglichkeiten nicht gibt. Und dann ist die EU was Positives. Und das irgendwie in ein schlechtes Licht zu führen, finde ich eigentlich nicht richtig. Faktum ist, wir sind mitten in der EU, wir sind ein Teil der EU. Aber das ist ja nur wieder die halbe Wahrheit. Warum konnten sie jetzt von der EU? Weil man genau diese Kompetenzen abgegeben hat. Weil der Nationalstaat am gewissen Punkt gesagt hat, das soll die EU machen. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, bitte. Und tut man nicht so, als würde es auch nationalstaatlich nicht gehen. Das ist schon wichtig zu sagen. Und auch, weil sie sagen, man hat Vertreter in der EU und die stimmen da ab. Und das ist ja auch ein Knackpunkt, einer der großen Kritikpunkte, dass die meisten, die in die Europäische Union gehen, nach Brüssel, von diesem, vielleicht jetzt ein bisschen polemisch, aber doch von diesem Moloch vereinnahmt werden und wir Freiheitliche in Österreich die einzigen sein, die nach Brüssel gehen, um die Interessen Österreichs zu vertreten und eben nicht die EU-Agenda der Kommission, die übrigens ziemlich antidemokratisch ist, die Kommission voranzutreiben, wie in Form des New Green Deals zum Beispiel, da sind wir halt die einzigen, die nach Brüssel gehen und sagen, wir sind da, um konsequent die Interessen Österreichs zu vertreten. Das ist halt einfach Faktum. Da sind wir Freiheitliche in Österreich die einzigen und wir haben da Gott sei Dank europaweit viele Partner, die immer stärker werden und wir hoffen, dass unsere Fraktion da gestärkt wird, damit wir auch das wieder ein bisschen in eine richtige Richtung bringen können, dass eben die Nationalstaaten wieder gestärkt werden. Also man sieht es aber nicht in eurem Abstimmungsverhalten. Also ihr stimmt es ja anders ab. Ja, genau. Also so viel Verbündete hat die rechte Liga natürlich auch nicht, das muss man auch sagen. Gell? Die richtigen Verbündeten sind eigentlich die großen Volksparteien, die also in der EU stark vertreten sind. Das muss man natürlich schon auch gerechtigkeitshalber auch dazu sagen. Die größte Fraktion, und ja. Muss man dazu sagen. Und ich darf nur ganz kleine Erfahrungsmomente aus meiner Arbeit im ADR bringen. Es gibt im ADR hat es keine so Oppositionsarbeit gegeben, wie wir das eigentlich von der klassischen Oppositionsarbeit kennen, sondern da ist es darum gegangen, Allianzen zu schmieden, Netzwerke zu schmieden, um eben die Probleme gemeinsam zu lösen, im Sinne vieler. Und die Allianzen haben sich geschmiedet, wenn es um die Makroregion der Alpen gegangen ist, dann ist es einfach das Thema in den Alpenländern verstärkt diskutiert worden und wenn Abstimmungen gewesen sind, dann war es eigentlich so, dass es parteiübergreifend mit ganz klarer Sicht, das sind die Alpenländer, sind da zusammen, haben die parteiübergreifend für ein Thema, das einfach die Alpen betroffen hat, einfach dafür plädiert und gestimmt. Und genauso war es, wenn eben dann Bereiche aus den südlichen Meeresgegenden kommen sind, wo es einfach dann darum, Beispiel Plastik im Meer und so weiter gegangen ist, dann haben wir einfach diese Länder dann zusammengearbeitet. Und das ist eigentlich das große große Plus der EU aus meiner Sicht, dass hier eben nicht parteipolitisch gearbeitet wird, sondern dass hier wirklich übergreifend über viele Parteigrenzen hinweg einfach Allianzen geschmiedet werden und hier versucht wird, europaweit gute Lösungen anzubieten, damit eben dieser Wohlstand, alles das, was wir haben, einfach auch weiterhin abgesichert werden kann. Bitte. Niemand sagt, dass die EU perfekt ist. Vieles muss verbessert werden. Die EU muss vor allem viel, viel sozialer werden. Der Wohlstand ist in Österreich seit dem EU-Beitritt ja massiv gestiegen. Unternehmen haben profitiert. Wir exportieren hauptsächlich ins EU-Ausland. Und das ist insgesamt für die Entwicklung Österreichs gut. Was aber zurückgeblieben ist, und das ist halt die neoliberale Tendenz, der man endlich entgegensteuern muss, ist, dass sozusagen die Investitionen in Soziale, in Gesundheit, in Bildung einfach massiv verbessert werden müssen. Und
Und da ist, ich meine, das klingt vielleicht für manche von gestern und von vorgestern ein bisschen attraktiv, wenn sie sagen, das Europa der Vaterländer. Also jetzt ganz ehrlich, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt auch Mütter, ja, das möchte ich jetzt schon einmal da in den Raum stellen. Und denken tut man ja, wenn sie sowas in den Raum werfen, natürlich auch an ihren Freund Orbán in Ungarn. Also wenn das Vorbild ist, einer der Demokratie, Pressefreiheit zurückfährt, der im Übrigen eigentlich nur mehr als Staat leben kann, weil er großzügig von der EU subventioniert wird. Also das ist nicht das Vorbild. Diskutieren wir drüber, streiten wir drüber, es gibt viel Verbesserungsbedarf, niemand sagt, es ist alles ideal, aber einfach zu sagen, in Österreich ist, also wir würden alles sozusagen regeln, und wir sehen aber nur die österreichische Sicht, ja, das ist eben das, wenn ich in einen Verein gehe, dann kann ich auch nicht sagen, ich will mir nur die Rosinen herauspicken, sondern man ist dabei, man profitiert von vielem, man profitiert von der Gemeinschaft, man muss was beitragen, man bekommt was zurück. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. So ist es halt. Und jetzt einfach nur da sozusagen mit dieser, wir wissen, Österreich ist das EU, wie soll ich sagen, skeptischste Land in Europa. Das hat natürlich auch einen Grund. Das hat einen Grund, weil es bei uns Parteien gibt, die sozusagen alles schlecht reden, was da passiert. Besinnen wir uns auf das Wesentliche, was brauchen die Menschen in Europa. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um soziale Sicherheit, es geht um Bildung, es geht um Chancen für die Jugend. Ich würde eigentlich lieber darüber diskutieren. Ein Satz nur dazu, also diesen Satz, das ist halt nun einmal so, der ist sowas von fehl am Platz in der Politik. Wir seien genau dazu da, dass jetzt die Bevölkerung am Wort ist, zu sagen, in welche Richtung soll sich was entwickeln. Nichts davon ist vom Himmel gefallen oder Gott gegeben. Alles seien Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen werden. Und jetzt können die Leute dafür abstimmen, in welche Richtung soll sich die EU weiterhin entwickeln. Und das werden sie bitte die Leute dann schon entscheiden lassen, in welche Richtung sie nicht wollen. Und können nicht sagen, das ist nun einmal so. Das ist nun einmal so, gibt's in der Politik nicht. Diese Kategorie ist nicht vorhanden. Das ist Entscheidung von Menschen, von gewählten Mandataren, die das machen. Und das ist nichts vom Himmel gefallen. Die Europäische Union hat es vor 70 Jahren noch nicht gegeben. Und es ist noch nicht sicher, ob es die Europäische Union in 70 Jahren noch gibt. Das wird daran liegen, was die europäische Bevölkerung will. Und da werden wir schon bitte den demokratischen Entscheid abwarten, bevor wir sagen, das ist nun einmal so. Das ist mir schon wichtig zu betonen. Okay, ich würde sagen, einmal das erste Kapitel schließen wir mal ab. Es würde ja noch lange zu diskutieren geben, aber gehen wir weiter zu einem weiteren Punkt, und zwar die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP genannt, ist ein bedeutender Teil des EU-Haushaltes. Wie will nun Ihre jeweilige Partei sicherstellen, dass die GAP sowohl die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. in verschiedenen Regionen berücksichtigt werden und das ökologische und nachhaltige Ziel erreichen kann? Bitte. Also historisch, diese GAP-Perioden sind ja immer für mehrere Jahre und es wird festgelegt, was besonders gefördert wird. Und es ist nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Europa die Erfahrung von Hunger und Not machen musste, hat man die Landwirtschaftspolitik halt so angelegt, dass möglichst viele Lebensmittel produziert werden zu einem billigen Preis. Ja, das war viele Jahrzehnte wichtig, und wirtschaftspolitisch wollte man, dass sich Menschen ja auch noch was anderes leisten können als Lebensmittel. Die Zahlen werden inzwischen eh viel genannt. Also in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts haben Menschen nur die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Jetzt inzwischen sind es 13, wenn es jetzt vielleicht 15% sind, also viel, viel weniger, weil Menschen sollen ja auch noch Fernseher und Autos und Reisen und so weiter kaufen können. Und das war sozusagen die Linie. Heute wissen wir, dass man mit Massentierhaltung, mit industrieller Landwirtschaft, was die ökologische Dimension betrifft, ja, wie viel ist einfach möglich, wie viel geben die Böden her, wie viel Futtermittel haben wir in Europa überhaupt zur Verfügung? Wir wissen ja, dass viel von Übersee importiert wird, dass wir heute Änderungen in der Landwirtschaftspolitik brauchen. Weltweit ist es so, dass kleinstrukturierte Landwirtschaft hauptsächlich für die Ernährungssicherheit zuständig ist und nicht die großen. Und da bin ich beim
Kollegen, wenn Sie davor die Konzerne angesprochen haben, wir sind für kleinstrukturierte Landwirtschaft, für ökologische, naturnahe Landwirtschaft, die Sicherheit geben kann und die den Bauern und Bäuerinnen in den Regionen jeweils auch, wenn wir in der Regionalität bleiben, auch einen vernünftigen Preis garantieren kann. Bitte um kürzere Antworten. Wir haben noch eine ganze Menge an Themen zu bearbeiten zum Thema Landwirtschaft. Wie sehen das die anderen politischen Mitbewerber? Also wir NEOS, wir sehen das definitiv auch so, dass die Regionalität auf jeden Fall gestärkt werden sollte. Aber trotzdem muss man wettbewerbsfähig bleiben. Also die Wettbewerbsfähigkeit anderer Betriebe, man kann nicht jedem, alle anderen Betriebe außen vor lassen. Ja, die Regionalität soll gestärkt werden. Die Nachhaltigkeit ist uns ein besonders großes Anliegen. Aber die Wettbewerbsfähigkeit anderer Betriebe muss genauso beachtet werden. Agrarpolitik, EU-Agrarpolitik. Ja, natürlich, die Landwirtschaft gehört gestärkt, gerade weil wir in Österreich im Kleinstrukturiert sind. Und es ist notwendig, nicht nur, dass wir hier die Produkte, die unsere Landwirtschaft eben zur Verfügung stellt, hier auch zu einem möglichst günstigen Preis zur Verfügung stellen können. Das glaube ich, ist notwendig. Aber wir müssen durch die Landwirtschaft wird auch unsere Natur gestärkt. Die Landwirte pflegen unsere Natur, sie pflegen unsere Wälder. Die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass wir in einer Gegend leben können, die es auch lebenswert macht. Und die Landwirtschaft gehört sehr stark unterstützt. Und wie schon vorher angesprochen, sie wird natürlich durch Subventionen der EU natürlich auch gestärkt, dass sie sich auch natürlich auch behaupten können gegen Großkonzerne, gegen landwirtschaftliche Industrieländer, die natürlich auch hier sind. Und deshalb ist es genau wichtig, diese Regionalität, diese landwirtschaftliche Regionalität enorm zu stärken. Denn was passiert, wenn wir das nicht machen? Wenn wir das nicht machen, wenn wir das vernachlässigen, dann sind nämlich die Produkte, die wir in einem hohen Qualitätsstandard mit allen europäischen Qualitätsmöglichkeiten, die wir hier geboten haben, bekommen, die aber auch über den österreichischen Nationalstaat hier an die Landwirtschaft weitergegeben werden, passiert Folgendes: Wenn wir keine Stärkung unserer Landwirtschaft haben, dann müssen wir natürlich Lebensmittel von irgendwoher einkaufen, die nicht diese Standards haben, die nicht diese Qualitätsvorschriften haben, wie es bei uns ist. Und wir höhlen eigentlich unsere eigene Landwirtschaft aus und wir stärken sie nicht, sondern wir würden sie eigentlich dadurch eigentlich verringern und würden diese Abwanderung des landwirtschaftlichen Lebens eigentlich noch mehr verstärken. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Zwei Punkte, was die Landwirtschaft anbelangt. Also der Agrarposten ist ja der größte Budgetposten in der Europäischen Union, also Agrarförderung und Agrarpolitik. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das ein riesiger Umverteilungskomplex, der da eigentlich passiert. Und was der ein Kollege von der ÖVP gesagt hat, war genau richtig. Wir seien jetzt eigentlich, und das ist schon ein bisschen paradox, wir seien auf der anderen Seite dadurch gezwungen, unsere Landwirtschaft zu fördern, damit sie wettbewerbsfähig ist. Gleichzeitig finanzieren wir aber als Nettozahler jene Länder, die eben diese Agrargroßbetriebe haben. Das heißt, das ist ein bisschen zwiespältig, das muss man meiner Meinung nach im Hinterkopf behalten. Und was man bei dem Thema auch nicht außer Acht lassen darf, ist die massive Bürokratisierung, die von der Europäischen Union kommt, die es Landwirten immer, immer schwieriger macht. Ich meine, wir sind da immer außer Fern, wenn wir schauen, wie viel kleine Landwirte, Nebenerwerbsbauern seien denn schon verschwunden. Wenn ich mir denke, ich bin aus dem Schernig, bei uns hat jeder früher Landwirtschaft gehabt, jetzt gibt's nicht, früher hat es mehr Kühe als Leute in Schönau gegeben, mittlerweile gibt es keine einzige Kuh mehr. Also ich sage jetzt nicht, dass da die Europäische Union schuld ist, ich sage nur, das ist eine Entwicklung halt auf Ebene, die man halt kritisch beäugen muss und sich überlegen muss, wo führt das hin. Und die Bürokratisierung ist natürlich ein Problem, die es für Landwirte ja immer, immer schwieriger macht. Diese Förderungen ist alles gut, aber allein dieser Bürokratie-Dschungel, wo man sich da durchkämpfen muss, das ist schon etwas, wo man kritisch beäugen muss. Und dann kommt nur die Europäische Union auf so irrwitzige Ideen, wie zu sagen, welche Krümmung muss die Gurke haben, damit sie in der Europäischen Union als Gurke verkauft werden darf. Und solche irrwitzige Ideen, die einfach niemandem was bringen, das ist oft so eine Beschäftigungstherapie, damit die Europäische Union sagt, ja, wir sind ganz, ganz wichtig, weil wir müssen Sachen bestimmen, eben, welche Glühbirnen schrauben wir ein und welche Krümmung muss die Gurke haben. Also da muss man echt sagen, ist total widersinnig und das können sie sich eigentlich sparen, da muss die Union gar nichts machen. Herr Sander, wie sehen Sie die Agrarpolitik? Ich würde sagen, ganz falsch liegt das jetzt nicht, von wegen die EU, die Bauern
Frauen zerstört. Ich würde jetzt nicht sagen zerstört, aber sie tragt schon einen erheblichen Teil dazu bei. Und ich würde nicht sagen, dass die Förderungen selber sind, sondern dass die Auflagen sind, die an die Förderungen gedeckelt werden. Weil die Auflagen, wenn ich Förderungen beziehe, ist ja ständiges Wachstum. Ich muss ja wachsen als Bauer. Ich muss größere Maschinen anschaffen, ich muss mehr produzieren, ich muss in Überproduktion gehen. Aber das bedeutet, dass ich natürlich zum betriebswirtschaftlichen Unternehmen mich verwandle. Das heißt aber, dass der Nachbar, den ich neben mir sehe im Dorf, dass das nicht mehr mein Nachbar ist, sondern das ist einfach eine Konkurrenz, den ich ausschalten muss. Und das zerstört natürlich die Harmonie in einer Dorfgemeinschaft. Das führt auch dazu, dass wir einfach immer weniger Vollerwerbsbauern haben. Im Oberland sind es, glaube ich, einmal 13%, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also die Auflagen, die an die Förderungen gebunden sind, den muss man ändern. Die Bauern sollen weitere Förderungen kriegen, das finde ich total wichtig. Aber die Auflagen müsste man ändern. Man müsste einfach sagen, okay, du kriegst jetzt die Förderungen, wenn du nachhaltig produzierst, wenn du jetzt ein Sozialbetrieb bist, der gute Anstellungsverhältnisse macht, wenn du da überlegst, wie man die Vegetationszeiten optimal nutzen kann, vielleicht sogar verlängern kann, wenn du mit der Universität Innsbruck zusammenarbeitest, um dir zu überlegen, wie kann man denn in den höheren Lagen auch noch bewirtschaften. Also das, man müsste halt einfach die Auflagen verändern, hin zu einer sozialen Landwirtschaft, zu einer genossenschaftlichen Landwirtschaft und weg von diesem reinen unternehmerischen, der quasi die Bauern, den Bauernstand, den Originalen zerstört, so wie man traditionell in Tirol gehabt haben und aus Bauernschaften einfach Großbetriebe macht und alle. Okay, Herr Kilic, wie sehen Sie, müssen die Auflagen verändert werden? Ja, gewisse Auflagen definitiv, aber wenn man bedenkt, dass man in vielen Bereichen eigentlich auch, was man aus dem Fokus lässt und so weiter, weil der Kollege das immer erwähnt und so, de facto ist so, dass die Großbauern in den anderen Ländern und so weiter, weil er das in den Licht geführt hat, dass die auch von unserem Geld mitfinanziert werden. Bei der Abstimmung, wenn ich mich falsch liege und so weiter, sind auch die FPÖ federführend, dass die Großunternehmungen eigentlich immer unterstützt werden, auch nationaler Ebene und so weiter, wenn es um Abstimmungen geht, die Steuersenkungen für die Großkonzerne und so weiter. Also da seid ihr eigentlich sehr federführend dabei, anstatt die Kleinbauern zu unterstützen und so weiter, weil die Förderungen für die Kleinbauern wären ja wichtig, damit man eben diese Möglichkeiten gewährt, dass man stabil bleiben kann, diese regionale Gegebenheiten erhalten bleiben. Aber nichtsdestotrotz ein Punkt vielleicht, was noch wichtiger wäre, dass man auch bei die größeren Betrieben Acht geben musste, dass man den Tierleid deckeln muss, dass man Gesetze dementsprechend einführt, dass nicht einfach Tiere, Gott und die Welt, durch die Gegend eigentlich transportiert werden. Weil ich glaube, da sind wir alle einig, dass man Tierleid stoppen muss und dass sie eher auf die regionale Geschichten eigentlich zurückgreifen sollte. Und deswegen ist die EU eigentlich in dem Punkt da sehr wichtig, dass man da gestärkt die regionalen Sachen über die EU finanziert, unterstützt und die Kleinstbauern eigentlich dadurch stärkt. Erstens einmal, der Bauer, der auf Genossenschaftsbasis arbeiten geht, das, glaube ich, wird in der Realität oder in der Praxis nicht wirklich funktionieren. Es ist eine unglaublich harte Arbeit, als in der Landwirtschaft tätig zu sein und zu sagen, man macht jetzt keinen Gewinn, man macht das jetzt nur als Sozialgemeinschaft, das, glaube ich, wird in der Praxis nicht umsetzbar sein, realistisch. Und die Agrarpolitik, ja, die Bauern brauchen Unterstützung. Und ja, wir haben Abwanderung, wir sehen das ganz realistisch auch, aber es ist nicht nur, weil die EU wahnwitziger, das sind zu viele Bestimmungen, die EU sollte sich wieder auf die großen Sachen konzentrieren, sondern weil es einfach weil die Bedingungen nicht mehr da sind und weil die Jungen auch diese Arbeit nicht mehr machen wollen in der Art, weil es einfach eine Arbeit ist, die 7 Tage durchgeht und die Witterungen sich ändern und die Kosten steigen und was auch dazu kommt, man braucht natürlich einen Absatz, um überleben zu können. Und wenn die Leute halt natürlich lieber im Supermarkt einkaufen und den Bauern um die Ecke vergessen, dann müssen wir uns auch alle an den Nasen nehmen und sagen, es liegt auch in unserer Verantwortung, wenn wir einen Bauern haben, der einen Hofladen vielleicht hat oder der regionale Produkte anbietet und das kostet vielleicht auch mehr, dass man dorthin geht und diese Produkte auch kauft und nicht halt immer dort einkauft, wo es vielleicht aber es geht überhaupt nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden und sagen, du kaufst jetzt nicht die Bioprodukte, die viel teurer sind. Nein, also die Leute gehen ja nicht freiwillig zum Hof und kaufen die billigen Produkte, haben einfach kein Geld. Wir haben massive Teuerungen jetzt gehabt in den letzten 2 Jahren, zum Teil 5 Mieterhöhungen, die Leute haben natürlich kein Geld.
Natürlich würden aber Sie auch total gerne die guten Bauernprodukte kaufen. Der will natürlich auch, und diese Arbeit, die kostet. Weil er natürlich in Österreich, der hat dann Strom zu zahlen, die Energie kostet, der Traktor kostet und so weiter. Ich kann nicht sagen, mach das jetzt einfach auf Sozialbasis. Dafür wären ja die EU-Förderungen grundsätzlich sehr sinnvoll, aber man muss sich halt dementsprechende Auflagen ketten und nicht sagen, du expandierst jetzt extrem, schaust, dass du deine Nachbarn ausschaltest, schaust, dass alles aufkaufst im ganzen Tal und dass du dann der einzige Großbauer bist. Wir sind in Tirol traditionell kleinbäuerliche Strukturen. Jetzt im Unterland nicht ganz, aber im Oberland volle. Das ist natürlich auch untergegangen wegen dem alten Erbhöfegesetz. Also das natürlich traditionell haben wir uns da quasi selber eingelegt, mehr oder weniger. Aber natürlich fördert es die EU extrem, indem sie einfach sagt, du musst die ausbauen, du musst ein Großbauer werden, du musst ein Unternehmer werden. Und dann haben wir halt nur solche Bauern, solche unter Anführungszeichen Bauern wie im Inntal, die einfach keine Bauern mehr sein, die die Erntehelfer anstellen, die für katastrophale Bedingungen arbeiten und absolut leben, was auch endlich einmal geändert gehört, was überhaupt gerade sieht. Aber das sind ja keine Bauern mehr. Der fährt ja mit dem SUV über die Felder, der zupft nicht mehr selber die Karotten aus. Aber die katastrophalsten Bedingungen haben Bauern bisher immer kommunistische Systeme gehabt. Das bleiben wir vielleicht ganz kurz noch bei dem Thema Landwirtschaft. Bitte um kurze Antworten. Wir kommen dann gleich zum nächsten Punkt. Ein Thema, was natürlich auch die Landwirtschaft speziell bei uns in Tirol betrifft, sind ja die sogenannten Abschussverordnungen Bär und Wolf. Wie sieht Ihre Partei jetzt diese Verordnung, beziehungsweise wie soll man mit diesen Raubtieren umgehen? Darf ich? Bitte. Ganz klar, wir näher sagen, die Alpenwirtschaft muss geschützt werden. Der Wolf ist kein geschütztes Tier und ja, wir haben diese Regelung getroffen, wir finden sie gut. Es sollte aber trotzdem auch auf überregionaler Ebene noch eine Entscheidung getroffen werden, weil dieser Wolf ja nicht nur in Tirol ist und nur in Österreich ist, sondern es sollte schon klar sein, wie unsere Nachbarländer, wo der Wolf ja auch umherzieht, wie die damit umgehen. Das Wolfsthema ist ein super Beispiel darüber, wo die Europäische Union uns ziemlich gegängelt hat und ausgebremst hat. Gott sei Dank hat die neue Landesregierung den Mut gefunden, jetzt diese Abschussregelung einzuführen. Wir als Freiheitliche haben das ja unterstützt, diesen Antrag. Wenn es nach uns ginge, wir hätten das schon viel früher getan. Wir hätten gesagt, habt einfach den Mut und legt euch mit der Europäischen Union an. Dann riskieren wir halt eine Klage, dann schauen wir, lassen wir das Ganze ausjudizieren. Nicht? Aber da ist das Problem, die Europäische Union glaubt von Brüssel aus, das regeln zu müssen, und verkennt dabei komplett die regionalen Besonderheiten, weil wir vorhin von den Regionen geredet haben. Wir haben in Schweden, in Nordschweden, ganz andere Bedingungen wie bei uns im Alpenraum, wo wir viel dichter besiedelt sein. Dass da nicht die gleichen Patentlösungen greifen und wirken, muss jedem klar sein. Deswegen soll das auch nicht auf europäischer Ebene in Brüssel geregelt werden, sondern das können die Nationalstaaten viel, viel besser einschätzen. Und wir wissen in Tirol ganz genau, können wir mit dem Wolf zusammenleben oder nicht? Nein, können wir nicht. Und die Schweden wissen das für sich und die Esten wissen für sich und die Spanier wissen das auch. Also unbedingt, das ist ein perfektes Beispiel, Kompetenz zurück zu den Nationalstaaten, geht die EU nichts an. Also sollte man diese Verordnung den Nationalstaaten überlassen? Also ich glaube, da hat die, wenn ich kurz sagen kann, eigentlich auf der Landesebene ganz einfach das Problem gelöst. Wir seien einfach für die Bevölkerung da gewesen, haben uns sehr schnell die eine Lösung gefunden und das ist aber auch wieder ein Beispiel, dass man auf der nationalen Ebene, auf der regionalen Ebene Lösungen finden kann und das auch umsetzt. Also schnell es war die Lösung nicht. Da ja, haben wir schon lange das war vor unserer, wo die SPÖ in der Regierung Beteiligung gewesen ist. Also Faktum ist, seitdem wir dabei sind, gibt es eine klare Entscheidung, gibt es eine diesbezüglich eine gemeinsame Linie und das wird durchgezogen. Ja, da muss ich auch wieder aus meiner Zeit im ADR berichten. Ich habe damals schon von Seiten der Gemeinden einen Antrag eingebracht, eben, dass man Problemwölfe entnehmen soll, darf, muss, weil einfach genau unsere Kleinstrukturiertheit unseres Gebietes einfach nicht zu vergleichen ist mit einem Land wie Schweden, wie Finnland, wie die osteuropäischen Länder, die dabei sind. Das ist nicht zu vergleichen und natürlich sucht sich das Wildtier natürlich hier den Freiraum, das natürlich braucht und das ist in unserer Region einfach nicht brauchbar. Einer meiner besten Kollegen ist ein leidenschaftlicher Schafbauer, dem letztes Jahr auf der Ratsalpe fünf Schafe gerissen worden sind und der ist mehr als empört gewesen darüber, weil er genau, wie gesagt, als Kleinbauer, Schafbauer mit 40 Tieren kennt man fast jedes Tier selber und ich glaube, das ist auch notwendig, dass da auch
da geht einfach der Schutz des Nutztieres einfach vor dem Schutz des Wildtieres, das glaube ich. Und die Verordnung, die das Land Tirol da erlassen hat, mit der Entnahme von Problemwölfen, kann man eigentlich, glaube ich, nur unterstützen. Es war ein langer Weg. Ich habe das 2017 eingegeben über die Gemeinden, aber auch über das Land Tirol. Und da sieht man, wie lange eigentlich so ein Prozess dann in letzter Konsequenz dauert. Und deshalb noch einmal diese Subsidiarität, die einfach notwendig ist, dass einfach Dinge, die einfach europäisch gelöst werden müssen, auf europäischer Ebene gelöst werden müssen, aber auch alle anderen Probleme, die auch im nationalstaatlichen Bereich liegen, müssen auch auf dieser Ebene gelöst werden. Okay. Darf ich ganz kurz nachfragen? Sollte die Kompetenz jetzt nach Österreich zurück oder nicht? Das habe ich jetzt nicht rausgehört. Wie ist schon die Position der Volkspartei? Ich glaube, diese Kompetenz sollte natürlich wieder zurückkommen, dass hier einfach auch diese Möglichkeit auch besteht. Thomas, Subsidiarität, das, was europäisch gelöst werden muss. Und da sind wir auf jeden Fall anders als alle anderen europäischen Länder, die einfach eine ganz andere topografische Struktur haben wie wir. Wie sehen das die Grünen? Naja, es gibt schon Länder, die zwar nicht bei der EU sind, aber ähnliche topografische Struktur haben. Die Schweiz, die eigentlich inzwischen gut im Wolfsmanagement ist. Ich möchte so ein bisschen von dieser Emotion herunter. Das Thema dient ja sehr gut, um Emotionen zu schüren und vor allem, weil wir gerade bei der Landwirtschaft waren, es dient auch, und es ist sehr, sozusagen, es ist perfekt auch, um von Problemen, die in der Landwirtschaft und gerade in der Tiroler Landwirtschaft herrschen, perfekt abzulenken. Also unser größtes Problem ist, dass unsere Bauern schlechte Preise kriegen für ihre Produkte, dass sie am Weltmarkt nicht mithalten können, weil sie eben in Konkurrenz geschickt werden mit Produkten, die eigentlich der Daseinsvorsorge dienen. Ja, beim Wasser gehen wir ja auch nicht in Weltmarktkonkurrenz. Lebensmittel dienen der Daseinsvorsorge. Wir wollen so regional wie möglich produzieren. Wir werden nie in Tirol ganz unabhängig sein. Wir sind gut bei Fleisch, bei Milch, bei Getreide und Gemüse, werden wir uns wahrscheinlich nicht selber versorgen können und sind sowieso auf Importe oder auf Lieferungen aus anderen Bundesländern angewiesen. Und was jetzt den Wolf betrifft, dieses Abgehen vom Bescheidwesen hin zur Verordnung ist von dieser Landesregierung, von den Regierungsparteien beschlossen worden. Es sind alle Parteien außer wir Grüne mitgegangen, aber es ist nicht EU-rechtskonform. Und es sagen alle, eigentlich mehr oder weniger unter vorgehaltener oder nicht vorgehaltener Hand, es ist ein rechtlicher Grenzgang. Die Tiroler Landesregierung hat sich zu diesem Weg entschieden. Interessanterweise gibt's seither auch viel, viel mehr Herdenschutzprojekte, die ungefragt viel Geld kosten, viel sozusagen auch Idealismus brauchen. Aber und das sagen auch so diese Vorstellung, dass man den Wolf wieder sozusagen loswerden, komplett loswerden, da sind sich alle einig, dass das nicht so sein wird. Ja, es wird in der neuen EU-Periode eine neue Bewertung geben, was den Schutzstatus des Wolfes betrifft. Da hat sich einiges getan seit der letzten Bewertung. Aber ich bin der Meinung, dass man hier einen rechtskonformen Weg gehen sollte und man wird sich das dann anschauen, wie das in der nächsten Periode ausschauen wird. Dass das Thema da ist, dass man es nicht wegreden kann, dass man Wölfe vergrämen muss, dass sie sich nicht menschlichen Siedlungen nähern dürfen und so weiter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja? Aber so, ich glaube, wir müssen da von der Emotion runter und zu sagen, der Wolf muss weg und dann sind alle Probleme gelöst. Also die Probleme in der Landwirtschaft sind damit nicht gelöst. Okay, aber es ist schwierig, Herr Sander. Also ich glaube, ich erzähle Ihnen jetzt noch kein Geheimnis, dass jetzt für die KPÖ das Wolfsthema jetzt nicht an alleroberster Stelle steht, aber als Tiroler Kommunist habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt. Ich habe es am Anfang ein bisschen belächelt, ich habe mir nachher die Zahlen angeschaut, 250 Risse in Tirol, weit abgeschlagen, dann Kärnten mit 150 Risse. Bei uns ist ja nicht leider Wolf, es ist ja der Bär gewesen, es ist ja der Luchs gewesen und glaube ich der Goldschakal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, dass da die Bauern keine Freude haben, das kann ich durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig, der Wolf ist traditionell einfach ein Tier, das zu Tirol gehört. Es kommt von da, es ist da gewesen, es ist ein Teil von uns.
Ich bin ehrlich gesagt wirklich kein Experte. Ich wundere mich gerade, dass es überhaupt keine Region in Tirol gibt, wo nicht ein bisschen ein Platz ist, zumindest für ein Rudel. Mir kommt kein Wendel ziemlich ausgestorben vor, aber da müsste jetzt nachher die Jägerschaft, da müssten Experten drüber reden. Grundsätzlich, wer die Kompetenzen haben soll, ich glaube, es wäre sinnvoll, dass die Betroffenen da zum Teil die Kompetenzen haben, also tatsächlich die Talschaften, die betroffenen Bauern, aber auch in Kooperation mit den Naturschutzorganisationen, dass die schauen, dass man da einen Kompromiss findet. Ein bisschen weg von der Politik und ein bisschen hin zu den Expertinnen und Experten des täglichen Lebens. Okay, Kompromiss ist das Stichwort. Wir verabschieden uns jetzt kurz und machen eine kurze Pause. Gleich geht's weiter.